Temperaturen um die 35-Grad-Marke und extreme Trockenheit. Das dritte Jahr in Folge verlangt die Klimaerwärmung der Natur so einiges ab. Mit dieser enormen Hitze umzugehen, fällt uns nicht gerade leicht. Die Landwirtschaft ist ein Berufsstand, der diesem Wetter trotzen muss. Das trockene Wetter wird genutzt, um die Ernte einzufahren. Dabei steht den Erntekapitänen, wie sie in der DDR gern bezeichnet wurden, modernste Technik zur Verfügung. Hier bei Brünnlos wird ein Rapsschlag gedroschen. Das Ergebnis ist vielversprechend. Geerntet wird im Direktdrusch. Das bedeutet, sobald die Körner eine schwarze Farbe angenommen haben und beim Schütteln in der Schote rasseln, ist der Raps erntereif. Zum Einsatz kommt dann ein scheinbar herkömmlicher Mähdrescher. Dieser ist aber mit einigen Zusatzeinrichtungen ausgestattet, wie zum Beispiel einer Verlängerung des Tisches hinter dem Schneidwerk wegen des langen, fasrigen Rapsstrohs. Weiterhin dienen zwei Seitenmesser am Ende des Schneidwerkes dazu, die ineinander verworrenen Rapspflanzen zu trennen. Auch um die wesentlich kleinere Rapssaat aufzufangen, wurde das Dreschwerk des Mähdreschers mit kleineren Sieben und Blechen ausgestattet. Raps wird schon seit vielen Jahrhunderten wegen des hohen Ölgehaltes im Korn angebaut. Ursprünglich stammt die Rapspflanze aus dem östlichen Mittelmeerraum und wurde zur Gewinnung von Speise- und Lampenöl verwendet. In Indien wurde Raps bereits 2000 vor Christus angebaut. Später, im 14. Jahrhundert, wurde der Rapsanbau auch in Mitteleuropa bekannt. Ab dem 16. bis 17. Jahrhundert fand dann der Rapsanbau in größerem Anbaustil statt. Raps war im nordwestlichen Deutschland und den Niederlanden die wichtigste Ölfrucht dieser Zeit. Zunächst lieferte Raps vorwiegend den Brennstoff für Öllampen. Das änderte sich dann zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Da stieg der Rapsanbau rasant an, weil sich der Gebrauch des Öls als Beleuchtungsmittel und Nahrungsmittel immer mehr durchsetzte. Als Speiseöl wurde der Raps der damaligen Zeit nur eingeschränkt verwendet. Das lag am hohen Gehalt der Säure, die den Raps recht bitter machte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts brach der Rapsanbau dann stark ein, als Importe tropische und subtropische Speiseöle auf den Markt kamen. In den beiden darauffolgenden Weltkriegen wurde in Deutschland dann der Rapsanbau wieder verstärkt forciert, um sich aus der Abhängigkeit von Fett- und Öleinfuhren zu lösen. Aus eigenem Rapsanbau wurde vor allem Margarine hergestellt. Heute gibt es zahlreiche Neuzüchtungen, die den bitteren Beigeschmack des 19. Jahrhunderts abgelegt haben und nun als ernährungsphysiologisch wertvolles Speiseöl sowie als Rohstoff für Speisefette gelten. Zunehmend gilt Raps auch als wertvoller nachwachsender Rohstoff. Bereits seit 2007 wurden 3/4 des in Deutschland erzeugten Rapsöls zur Erzeugung von Biokraftstoff oder zur Verwertung in der Industrie verwendet. Raps, eine Pflanze mit viel Potenzial. Und soweit das Wetter mitspielt und auch die Luftfeuchtigkeit den Fortgang der Ernte nicht ausbremst, gilt für die Erntefahrer nicht immer die 8-Stunden-Schicht. Nachdem in Brünnlos der Raps unter Dach und Fach gebracht wurde, setzen die Mähdrescher auf die Feldfluren von Günzdorf um. Auch hier zeigt sich das gleiche Bild. Dicht umnebelt von einer Wolke aus Staub, fressen sich die Mähdrescher Schwad für Schwad durch die Rapskultur. Immer den Blick auf das Mähwerk gerichtet, scheint die Arbeit etwas monoton. Aber dem ist nicht so. Schnell ist der 7,5 Tonnen Bunker des Dreschers wieder voll und bei laufender Ernte wird abgebunkert. Das verlangt viel Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl von beiden Fahrern. Bei dieser Arbeit hat wohl keiner einen Blick für den Sonnenuntergang. Glutrot verschwindet die Sonne am Horizont. Sie bringt dadurch nur etwas Abkühlung nach dem heißen Tag.
Nach diesen faszinierenden Bildern läuft die Ernte wie gewohnt weiter. Schritt für Schritt fressen sich die Mähdrescher weiter durch den Rapsschlag, der nur langsam schrumpft und für zufriedene Gesichter sorgt. Also das Jahr 2020, muss man sagen, war eine gute Witterung für die Ertragslage in der Pflanzenproduktion. Die Niederschläge haben immer gereicht für die Vegetation, für das Pflanzenwachstum. Und das zeigt sich einmal mehr, dass wir bei der Getreide- und Rapsernte sehr gute Erträge erzielen. Aber etwas mehr Regen in der Vergangenheit hätte es schon sein dürfen. Denn was für die Landwirtschaft gerade so reicht, ist für die Forstwirtschaft ein Fiasko. Wenn die Rapsernte unter Dach und Fach ist, wie geht es dann weiter? Zurzeit ist der Untergrund, speziell im Grundwasserbereich, ist es sehr staubtrocken. Ne? Aber es ist eine alte Erfahrung, dass wir hier im Erzgebirge warme und trockene Wetterperioden besser überstehen als kalt und nass. Wir ernten jetzt erstmal unseren Raps ab, die Wintergerste-Ernte ist abgeschlossen und nächste Woche beginnen wir schon wieder mit der neuen Rapsaussaat für das Jahr 21 und wir sind jetzt mitten in der Getreideernte, haben knapp 50% geerntet von den Metrosch-Hektaren und parallel dazu läuft natürlich täglich bei den schönen Wetter die Strohernte, die Strohbergung und parallel dazu auch die Wiederbestellung. Langsam bricht die Dämmerung über Günzdorf und die Rapsernte herein. Auch das nahende Ende einer 15-Stunden-Schicht rückt in greifbare Nähe. Im Schein der Scheinwerfer und einer dicken Staubwolke frisst sich nun der Mähdrescher bei völliger Dunkelheit durch die letzte Bahn auf dem Feld. Nun kommt auch das Schneidwerk zum Stillstand, bis es am nächsten Morgen wieder für viele Stunden das erntet, was wir zum Leben brauchen. Von daher sollten wir auch einmal Danke sagen. Wir wollen allen danken, die während der Ernte nicht nur auf die Uhr und den Wochentag schauen, denn die Ernte findet auch sonntags statt.